Hallo YouTube, ich bin's Julian von PlayOn und wir sind wieder da mit einem Unboxing für euch der Pikachu X Legendary Collection. So etwas haben wir schon lange nicht gesehen, vielleicht sogar noch gar nicht. Ich jedenfalls erinnere mich nicht daran, dass wir eine Box bekommen mit extrem vielen Pokémon-Promokarten darin, die in japanischen Sets auch veröffentlicht worden sind. Unter einem eigenen Booster-Pack war das, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere. Man hat sich diesmal nicht dazu entschieden, das so ähnlich zu machen wie bei Double Crisis, dass man also so Mini-Blister mit 5 Karten Booster-Packs veröffentlicht, sondern man hat sich dazu entschieden, dass man daraus 2 Legendary Collection-Boxen macht. Die eine, die seht ihr vor euch, das ist nämlich die Pikachu X-Box. Habt ihr schon mal ein Pikachu X gesehen? Wenn nicht, dann seht ihr es jetzt. Und die zweite ist hier. Das ist die Hooper Legendary Collection Box. Wir werden sie beide aufmachen in diesem Unboxing. Ihr habt mir das Feedback gegeben, ihr würdet lieber mehrere Videos sehen, dafür aber eben nicht so viele Boxen auf einmal. Verstanden? Dann gibt es in diesem Unboxing die Pikachu X Legendary Collection Box und dann, ja dann kommt Hooper. Hooper X. Hooper X, also nicht in seiner bösartigen Form, sondern in dieser kleinen süßen Gin-Form, die wir noch nicht als Karte haben, jetzt das allererste Mal. Doch damit hören wir nicht auf. Die Pokémon Company war wieder fleißig, hat wieder tausende von Produkten veröffentlicht. Darunter auch diese beiden Mega Mewtwo X Boxen auf Deutsch. Die kommen demnächst. Und dann, liebe Freunde, ein Gewinnspiel und ein Unboxing in einem, nämlich mit dieser Treasure Box, also mit dieser Schatzkiste von Pokémon. Mal sehen, was hier drin ist. Das kommt auf euch zu. Ja, sie liegen schon hier, die Sachen. Ich werde sie unboxen. Ich werde das alles filmen. Und dann gibt es ein ganz besonderes Gewinnspiel. Diesmal gibt es keine Booster Packs zu gewinnen. Stattdessen was anderes. Lasst euch überraschen. Es kommt auf euch zu. Es gibt einfach keinen drin, ja. In der Weihnachtszeit schmeißen wir die Goodies durch den Club, durch die Pokémon Arena. Und nun als erstes schmeißen wir Pikachu X durch die Pokémon Arena. Wollen wir? Also, Features a never before seen Pikachu EX Promo Card, 5 Legendary Pokémon as Stunning Full Arts Cards. Ja, also Full Art auf jeden Fall, kann ich bestätigen. Sie haben nicht die, wie soll ich sagen, die grobe Oberfläche, die man von Full Art Karten aus den Booster Packs kennt. Vielleicht sehen wir hier eine aus den Booster Packs, die da drin sind. Dann kann ich euch zeigen, wie das ausschaut. Also Pikachu X Legendary Collection. Now the most famous Pokémon of all is here, as a Pokémon EX. Ja, also das berühmteste Pokémon, natürlich ist das Pikachu, bekommt also endlich eine X-Form. The Pokémon TCG Pikachu EX Legendary Collection brings you the beloved Pikachu as a powerful Pokémon EX plus 5 amazing legendary Pokémon. Also wir bekommen Pikachu EX mit 5 dazugehörigen legendären Full-Art-Pokémon. This collection delivers some of the most famous characters from throughout the Pokémon world. Also die berühmtesten Pokémon-Charaktere haben es hier in diese Box geschafft. Das schauen wir uns an. Ich denke, wir öffnen diese Box dann einmal, so wie wir das gewohnt sind. Wo machen wir sie auf? Hier an der Seite. Ah, das passt nicht unter die Kamera, deswegen mache ich das gerade mal off-cam. Ihr werdet mir glauben, dass ich diese Box aufmache. Ihr hört es ja auch. Und die Leute, die mich ein bisschen länger kennen, die wissen auch, wie sehr mich eine Hassliebe zu diesen Boxen verbindet. Es sind immer tolle Karten drinnen, doch sie sind immer so schlecht darin befestigt, die hier da rauszuholen, also ganz im Ernst. Naja, wir werden es versuchen. Wenn nicht, denn ohne hier alles gleich kaputt zu machen. Ah, guck mal da. Oh, die Karten lösen sich. Die Karten lösen sich. Meine Damen und Herren. Liebe Trainer. Das wäre die erste Box. Oh, hier sogar ein cooler Pin. Das Pikachu sieht so aus, als hätte es noch was vor. Schauen wir uns gleich an. Dazu die Booster Packs. Und diese Karten haben sich von alleine gelöst. Das ist fantastisch. Liebe Pokémon Company, ein großes Dankeschön, dass sich diese Full Art Karten von alleine gelöst haben. Dann wäre hier nur noch das Pikachu. Also, wie machen wir das? Ich habe eine Idee. Und ja, es geht. Ah, das ist die erste Box seit Ewigkeiten, bei der es so einfach geht. Vielen Dank, die Karten sind wundervoll unberührt.
Perfekter Zustand. Schauen wir uns an, was wir hier kriegen. Also, 5 Booster Packs, eine Codekarte. 5 Booster Packs, davon 2 Breakthrough. Einmal Protoshock, einmal Drachenleuchten, einmal Ancient Origins. Schauen wir uns an. Schön, schön. Pikachu Pin. Pikachu Pin. Und Pikachu X. Ja, dahinter 5 Full Art Karten, eine nach dem anderen. Pikachu X hat 130 Kraftpunkte. Es war noch nie bekannt dafür, dass es je eine Menge Kraftpunkte hätte. Aber ich lehne mich aus dem Fenster und sage, das ist das kräftigste Pikachu, das wir da draußen bisher gesehen haben mit den 130 Kraftpunkten. Es besitzt die Attacke Iron Tail mit Flip a Coin until you get Tails. This attack does 30 damage times the number of heads, also 30 mal 30 mal X. Für jedes Mal Kopf, das ihr bekommt. Ihr könnt so lange werfen, bis ihr Zahl bekommt. Das heißt, im Schnitt macht ihr hier mit 30 Schaden. So Gesetz der großen Zahlen. Und Overspark, also wie könnte man das übersetzen? Jedenfalls Blitz ist zu viel. Discard all lightning energy attached to this Pokémon. This attack does 50 damage times the number of energy cards you discarded. Alle Elektroenergien werden entfernt, um diese Attacke auszuführen, und ich mache 50 Schaden mal der Anzahl von Energiekarten, die ich abgelegt habe. Ja, da kann man auf jeden Fall mal ein bisschen Schaden machen. Bei den 3 Energien sind das schon 150, wenn das Elektroenergien sind. Durchaus solide. Aber natürlich ein Ex-Pokémon mit 130 Kraftpunkten. Ja, ich glaube nicht, dass Pikachu hier zum Spielen gemacht wurde. Aber Latias, ein Drachen-Pokémon. Man sieht nicht, dass es ein Drachen-Pokémon ist, weil es komplett Full Art ist und die Oberfläche ist ganz glatt. Ja, hier glänzt es an der Seite ein bisschen. Macht aber nichts, nicht so schlimm. XY78, sie gehört also den XY-Promokarten, Blackstar-Promokarten an. Aeon Connection, draw a card. If Latios is on your bench, draw one more card. Also eine Karte ziehen oder wenn Latios auf der Bank ist, dann 2. Speedwing macht 60 für 3 Energien. Nicht der Rede wert. Diese Karten, die mit solchen Promo-Boxen kommen, sind in der Regel ohnehin nicht der Rede wert. Dann haben wir aber noch einen Black Kyurem mit 120 Kraftpunkten, ebenfalls ein Drache. Thundernail, also der Donnernagel mit 40 Schaden. Flip a coin if heads, your opponent's active Pokémon is now paralyzed für 3 Energien. Das ist schwach. Und Frozen Slice, 120. This Pokémon does 20 damage to itself. Ja, also wenn man mit Doppeldrachenenergien rechnet, dann kann man hier mal ein bisschen schneller loslegen. Die 20 Schaden, ja, sind okay, die es sich selbst zufügt. Ja. Ja, mehr als okay ist es auch wirklich nicht. Also Palkia 120 und ein Wasser-Pokémon. Wave Splash macht 30 und Cross Slicer 80. Your opponent can't attach energy from his or her hand to the defending Pokémon during his or her next turn. Das ist mal eine coole Attacke. 3 Energien, 120 Kraftpunkte, da kann man drüber nachdenken. Ich weiß noch nicht, in welchem Deck, aber die Attacke ist zumindest ganz interessant. Wenn man da das richtige Pokémon erwischt, dann kann man da auf jeden Fall ein bisschen Zeit schinden mit. Zu Black Kyurem gehört natürlich das Seekrom. Das ist dann vom Typ Elektro. Hat 120 Kraftpunkte und macht Slash 20, ja, okay. Und Voltage Storm 90. This attack does 10 damage to each of your opponent's bench Pokémon. Das ist okay, aber mit 4 Energien zu teuer. Und Regigigas, 130 Kraftpunkte. Earth Awakening, whenever you attach an energy card from your hand to this Pokémon, heal 20 damage from it. Also 20 Schaden heilen, wenn ich eine Energie an Regigigas anlege. Eine Energiekarte wohlgemerkt, das heißt doppelt farblos, wird nur als eine Karte zählen. Und der Gigas Punch 100, wirft 2 Münzen. Wenn 2 mal Zahl kommt, dann macht diese Attacke nichts. Diese Pokémon-Karten, die ihr hier gezogen habt, die sind okay. Ja, also spricht nichts gegen diese Karten, die jetzt von mir eine Hülle bekommen. Aber wenn ich sage, da spricht nichts gegen, dann heißt das auch, dass sie nicht sonderlich spielbar sind. Und das sind sie wirklich nicht. Das sind Sammlerstücke hier. Die gehören in jede Sammlung, aber sie gehören nicht in jedes Deck. Vielleicht gehören sie sogar in gar kein Deck. Das Schöne daran ist, sie haben eine tolle Full-Art-Animation. Sowas haben wir noch nicht gesehen in dieser Form. Hier wollen wir das nochmal beim Latios sehen, weil das einen schönen hellen Hintergrund hat im Vergleich zu den anderen. Das ist klasse, das ist schön. Mehr aber auch nicht, ne? Auch du, Pikachu X, ich freue mich darüber, dass du eine X-Form bekommen hast. Aber dabei bleibt es dann aber auch erstmal. Also, schöne Karten, guter Zustand, gehen dann direkt in meine Sammlung. So, machen wir die mal hier so hin. Pikachu bekommt einen extra Platz und jetzt haben wir 5 Booster Packs. Fangen wir an mit Primal Clash.
Slash. Hier ist Pikachu. So, hier. Pin Pikachu. So. Pin das Pikachu. Code-Karte. Dry-Karten. So. Also, was haben wir da? Ein Tranprich. Tranprich. Vulpix. Sveel. Honedge. Hippopotas. Electric. Und der Dive Ball. Wonder Energy. Ein Crowdaunt in Reverse Hole. Das ist selten, das ist cool, denn wenn ich dieses Pokémon auf einen Korfisch drauflege, also auf einen Krebutak drauflege, auf einen Krebskorps lege, das ist ein Krebutak, dann kann ich eine Energiekarte vom aktiven Pokémon des Gegners entfernen. Das ist richtig stark. Wenn man also noch ein paar, wenn man noch Karten im Deck sucht, die man hinzufügen kann, dann sind Krebskorps und Krebutak eigentlich eine coole Ergänzung, wenn man denn ohnehin darauf aus ist, die Energiekarten des Gegners zu entfernen. Denn die müssen einfach nur auf der Bank chillen und die Energiekarten des Gegners entfernen. Deswegen gefällt mir die Karte besonders gut. Und eine Half-Art-Karte, sie ist holographisch und sie heißt Sceptile. 140 Kraftpunkte Typ Pflanze. Sie besitzt die Omega-Barriere. Whenever your opponent plays a trainer card, prevent all effects of that card done to this Pokémon. Also man kann es mit Flawless, also mit Lysander zum Beispiel, nicht aktiv machen. Dagegen ist dieses Pokémon immun. Leaf Blade 30, bei Kopf macht das 30 plus 30, also 60. Und Power Poison 120. Eine Energiekarte von diesem Pokémon entfernen und dann ist das gegnerische Pokémon vergiftet. Also ich habe diese Karte schon häufiger in Decks gesehen, es macht Spaß zu spielen. Obwohl es Phase 2 ist, es gibt ja eine Stadionkarte, die es euch erlaubt, sofort Pflanzen-Pokémon zu entwickeln, auch wenn sie gerade entwickelt wurden oder gerade gespielt worden sind. Das gibt euch die notwendige Geschwindigkeit, auch mal ein solches Pokémon rauszubringen. Testet die ruhig mal, das macht echt Spaß, mit dieser Karte zu spielen. In aktuellem Metagame sehe ich sie gerade nicht so häufig, aber als da draußen noch viel Brannawarz unterwegs war und das sowieso Schwäche gegen Pflanze hatte, war das hier natürlich äußerst mächtig. Trotzdem, schöne Karte. Auf jeden Fall eine schöne und spielbare Karte. So. Ganze logistisch hier wieder anspruchsvoll, ihr wisst ja. Das muss alles schön aussehen. Roaring Skies. Ich warte ja noch darauf, dass ich aus einem Roaring Skies Booster Pack meinen Shaman vor laufender Kamera ziehe. Zack. Hättet ihr was dagegen? Ne, oder? Also, Wumpel. Swablu. Peter. Bagan. Taylor. Unfeasant. Fero. Ein Dustox. Kabing. Wieder eine seltene Reverse Holo. Und unsere seltene Karte ist ein weiteres Unfeasant. Auch Half Art mit der ewigen Gabe Delta Evolution. Kann ich also sofort entwickeln, das Pokémon. Feather Dance during your next turn. Each of this Pokémon's attacks does 80 more damage. Und Sky Attack 120. Ja, also 200 bei Kopf, wenn ich das vorher so eingesetzt habe. Phase 2? Nee. Sieht cool aus, habe ich mir auch gedacht, als es rausgekommen ist, aber nee. Funktioniert so nicht. Vor allem, wenn es dann wirklich nur bei 50% der Zeit Schaden anrichtet, ja. Dann kann das alles umsonst sein, weil dann schlägt halt ein Pokémon X des Gegners zurück und dann ist das hier schon wieder weg. Also, Relikant. Wir heben uns das auf für. Wir reden über Pokémon, mit dem man wirklich was anfangen kann. Das ist der ewige Anfang des XY7. Ein Lysander. Der funktioniert nicht auf Sceptile. Vespiken. Momentan vielleicht das meistgesehene Pokémon da draußen im Metagame. Wenn ihr ein starkes Deck sucht, ihr noch nicht so erfahren seid, und ihr sucht einfach ein starkes Deck und ihr wollt erst noch auf eure eigenen Ideen kommen, sobald ihr das Pokémon-Kartenspiel gemeistert habt, spielt Vespiken. Vespiken mit dem Kampfverdichter zusammen mit Nachtwanderungs-Pokémon B-Revenge. Diese Attacke fügt 10 weitere Schadenspunkte für jedes Pokémon in deinen Ablagestapel zu. Und ihr könnt euch vorstellen, je mehr das werden und wenn ihr Karten spielt, die dafür sorgen, dass die Karten in deinen Ablagestapel lang gehen, dann macht diese Karte extrem viel Schaden. Das für eine nur doppelt farblose Energie. Sie hat keine Rückzugskosten. Sie ist nur Phase 1. Dieses Pokémon dominiert derzeit das Metagame da draußen. Und wenn ich sage Metagame, das bedeutet, Metagame ist der Überbegriff für die aktuelle Spielsituation, die aktuellen Decks, die da draußen gespielt werden. Und dieses Vespiken ist einfach mit am häufigsten dort zu finden. Forest of Giant Plants ist auch klasse, weil man damit Pflanzen-Pokémon sofort entwickeln kann. Das habe ich eben gerade erwähnt. Mit Sceptile funktioniert das auch gut. Schon wieder eine seltene Reverse Holo mit Metagross. Und wir ziehen ja hier eine ewige Gabe nach der anderen, ist ja klasse. Also, Tetastop, Volcarona. Prevent all effects
of your opponent's Pokémon's abilities done to this Pokémon. Also Fähigkeiten haben keinen Effekt auf Volcarona. Dazu zählt zum Beispiel auch die Fähigkeit von Crodont. Man könnte hier keine Energiekarte von entfernen. Burning Scales 20 plus. Zweimal Münze werfen. Bei Kopf macht es jeweils 20 mehr. Und Windwheel 80. Der Gegner muss sein aktives Pokémon austauschen. Es ist okay, aber ich habe es noch nicht wirklich aktiv gesehen. So, Breakthrough. Die neueste Edition da draußen, das ist XY8. Wir haben noch keine Pokémon X gezogen, wir haben noch keine Full Art gezogen, außer den hier natürlich. Also, ich wäre dann soweit. Flabebe. Sora, guck mal, wir müssen das hier ein bisschen besser machen. So, Sora. Fennekin. Dodo. Jaspin. Super Rod. Wuthering, Sandslash. Oh, okay. Ja, hier wäre die Reverse Solo gewesen. Aber wir haben eine Turbo-Karte gezogen. Äußerst ärgerlich. Marowak Break. Also, Knoggerl in Turbo. Die Turbo-Karten ersetzen die Reverse-Holos. Deswegen war ich gerade nicht darauf vorbereitet, diese Karte zu ziehen. Man entwickelt sie aus einem Knogger. Das macht sie effektiv zu einem Phase-2-Pokémon. Bone Revenge 20 plus. This attack does 40 more damage for each prize card your opponent has taken. Also 20 plus 40 für jede Preiskarte, die der Gegner genommen hat. Das Ganze für 2 Energien, das ist cool. Das kann durchaus stark sein. 140 Kraftpunkte sind auch durchaus solide. Und es muss auf einen Knogger draufgelegt werden. Ja? Hier haben wir ein Mamoswine, das ist holographisch. Das hier passt dann nicht mehr zu, nur gleich eine Hülle für Knogger. So, dann legen wir es mal hier hin. So. Thick Fat, any damage done to this Pokémon by attacks from fire or water. Also Feuer- oder Wasser-Pokémon machen 30 weniger Schaden auf Mamoswine. Das ist also Thick Fat, wie nennt man das ja? Dicke Speckschicht, die Speckschicht, ja. Und Primordial Boom. If you have a Stadium Card in play, wenn eine Stadionkarte da ist, dann macht das Ganze 40 mehr Schaden. Und wenn, also wenn du eine hast und wenn der Gegner diese hat, dann heile ich 40 Schaden von Mamoswine. Ja. Ja, das ist es. Mehr sage ich dazu nicht. Ja? So, ich hätte trotzdem gern noch eine Premium-Karte. Aber ich habe die Befürchtung, dass diesmal tatsächlich nichts für uns da ist. Gar nichts. Aber wir haben ja Marowak. So, Ralts, Magnemite, Fennekin. Puncham, ja. Heavy Boots, Fisherman. Flunschlick. Neubat. Ach, wir haben mal einen Reverse Holo gezogen, die nicht selten ist. Haben wir eben gerade noch die. Also da wäre ich gut gezogen, das muss man einfach mal sagen. Ja. Und die seltene ist schon wieder eine holographische und die ist nicht so schlecht. Octillery. In einigen Decks habe ich sie schon gesehen. Man hat allerdings gedacht, sie wäre stärker, als sie wirklich ist. Aufgrund der Fähigkeit nämlich. Once during your turn, you may draw cards until you have 5 cards in hand. Also ihr braucht nur eine Octillery auf der Bank und schon habt ihr die ganze Zeit sogenannte Draw Engine. Also die Fähigkeit, Karten zu ziehen, ohne dass ihr dabei Supporter-Karten spielen müsst. Die könnt ihr dann für andere Dinge, wie zum Beispiel Flawdless benutzen. Dieses Octillery wäre also wirklich nicht zum Angreifen, sondern einfach nur da, um euch mit bis zu 5 Karten pro Runde auszustatten. Und dafür ist es gut. Wenn ihr also ein Deck habt, bei dem ihr auf Trainerkarten oder auf mehr Trainerkarten verzichten wollt, müsst vielleicht sogar die Draw Engine, sind Draw Engine also Karten, die Karten ziehen, dann ist Octillery vielleicht eine gute Alternative für euch. Probiert das gerne mal aus. So, also an holographischen haben wir gut gezogen, ne? 3 von 5. Dazu ein Marowak, das hier noch eine Hülle bekommen darf. Hülle. So. So. Ja, so. Also, vergesst den Pikachu-Pin nicht. Pikachu. Und hier die Reverse Solo kommt natürlich dahin. So, also was haben wir gezogen? Schauen wir uns doch nochmal die coolen Karten an. Schauen wir uns doch nochmal die coolen Karten an. Das ist natürlich Pikachu X. Ihr bekommt sie nirgendwo anders als in dieser Box. Es ist eine englische Box, das heißt, ihr müsst wieder ein bisschen kreativ werden, um an sie ranzukommen. Viele deutsche Online-Shops haben sie deswegen nicht. Schaut doch mal auf eBay UK, das ist ebay.co.uk vorbei oder amazon.co.uk. Da beispielsweise sind diese Boxen zu haben. Sie heißen Pikachu X Legendary Collection. Die Hooper X machen wir beim nächsten Mal auf und dieses Video kommt schon sehr schnell, da ich dieses Unboxing jetzt gleich hier machen werde und dann später veröffentliche. Da bekommt ihr diese Pikachu X Karte und auch nur darin findet ihr dann diese 5 Full-Art-Karten, denn in der Hooper-X-Box werden andere Full-Art-Karten sein, die seht ihr dann demnächst hier auf PlayOn im Channel. Und ja, dieses Knogger, das nehmen wir natürlich auch mit, das haben wir hier glücklicherweise gezogen. Also,
Ich danke euch fürs Einschalten. Das war mal ein etwas kürzeres Unboxing, wie ihr es gewohnt seid. However, wir haben ja schon demnächst wieder ein Unboxing. Und wenn ihr wieder einschaltet, dann... Ach, jetzt ist hier gerade so ein großer Stapel drauf. Ich zeige es euch trotzdem. Wenn ihr das nächste Mal einschaltet, und das ist gar nicht so lang hin, dann seht ihr diese Box. Und wir machen sie auf HooperX. Auch mit einem coolen Pin und 5 geilen Full-Art-Karten. Also, Jungs, Mädels, danke euch fürs Einschalten. Ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.